Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die englische Woche steht an. Das hier sind die Dienstagsspiele, morgen kommen dann noch die Mittwochsspiele. Viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten und los geht's. Für Borussia Mönchengladbach war es unglaublich ärgerlich, am Ende gegen den VfB Stuttgart noch 2 Punkte abzugeben und nur mit einem Zähler nach Hause zu fahren. Das sollte nun am frühen Dienstagabend gegen den SV Werder Bremen wieder gut gemacht werden. Werder aber gewann zuletzt 2:0 gegen den FC Augsburg. Aber Gladbach mit starkem Beginn und super Passspiel. Kramer legt auf für Stindl, der muss nur noch einschieben. Schön eingeleitet von Florian Neuhaus. Und so kann es laufen. Der SV Werder Bremen, wie immer, erstmal auf die Defensive konzentriert, aber jetzt hatte man eben schon einen Gegentreffer kassiert. Das heißt, man musste auch nach vorne wirken. Mit Kevin Möwald vielleicht, Sergeant Selke Möwald. Auch mal ein nett vorgetragener Spielzug von der Kofeld-Elf von Möwald. Dann etwas zu hoch angesetzt. Jan Sommer muss nicht eingreifen, aber Ansätze waren auf jeden Fall bei Werder Bremen zu erkennen. Gladbach aber trotzdem die bessere Mannschaft. Zakaria kommt nicht durch, bekommt den Ball jetzt aber wieder. Kramer zu Jonas Hofmann, 2:0, 34. Minute. Sehr kalt schneut sich im Abschluss die Gladbacher. Und somit der 2-Tore-Vorsprung. Aber eine unterhaltsame erste Hälfte, die noch nicht vorbei war, hatte auch nochmal einen Bremen-Angriff. Himboom zu Davy Selke. Nicht sonderlich erfolgreich in dieser Saison. Aber jetzt schlägt er zu. 39. Minute. Der Anschluss war geschafft. Wuchtiger Schuss ins kurze Eck. Immer noch nicht Pause. Noch einmal Gladbach. Florian Neuhaus dribbelt sich da viel zu einfach durch. Und dass er die Bälle in den Winkel setzen kann, das weiß man. Das tut er hier knapp 15 Meter. Pavlenka hat keine Reaktionszeit auf dem falschen Fuß dazu erwischt. Der schaut nur hinterher. 3:1 und Seitenwechsel. Es ging wirklich gut weiter, weil der SV Werder Bremen sich noch nicht geschlagen geben wollte. Maximilian Eggestein setzt sich hier mit etwas Glück durch und findet dann Kevin Möwald, der den nächsten Anschlusstreffer erzielt. 54. Spielminute, wieder alles komplett offen. Gladbach in der Defensive mit der ein oder anderen Unzulänglichkeit. Agu, der wohl Spieler des Spiels gegen den FC Augsburg, sogar einen eigenen Treffer hat er erzielt. Möwald, Sergeant, 3:3. Ein unglaubliches Spiel, 69. Minute, es wurde zu einem Spektakel. In der Schlussphase dann aber noch einmal Borussia Mönchengladbach mit dem Versuch, doch die 3 Punkte hier zu behalten. Neuhaus, Benzebaini, der hat viel Platz, so viel Platz, Rami Benzebaini. 3. Minute der Nachspielzeit, der Unglücksrabe, der den umstrittenen Strafstoß verursachte gegen den VfB Stuttgart, holt sich die Punkte für den Club zurück in letzter Minute. Gladbach gewinnt mit 4:3, am Ende etwas glücklich gegen tapfer kämpfende Bremer, die aber in der letzten Instanz defensiv zu schwach waren. Der erste FSV Mainz 05 kämpfte und holte sich einen Punkt in Dortmund, am Ende auch etwas glücklich, aber trotzdem, sie hatten auch den ein oder anderen Aluminiumtreffer zu verzeichnen. Der VfL Wolfsburg beim 2:2 gegen Leipzig durchaus überzeugend und so auch hier in Mainz. Sie waren auch die favorisierte Mannschaft, sehr langer Schlag von Xaver Schlager auf Yannick Gerhardt, da kommt Robin Zentner raus, aber kommt nicht mehr ran, kein Abseits. 1:0 auf interessante Art und Weise. Aber Mainz hat bewiesen, dass sie mithalten können. Danny Latzer. Schöner Ball. Super Übersicht zu Robin Quaison und der Ausgleich. Noch vor dem Pausenpfiff wichtig zurückzukommen. Der VfL Wolfsburg etwas unsortiert. Somit das 1:1 nach 45 Minuten auch
gerechtfertigt. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem es nicht allzu viele Torchancen gab. Zweiter Durchgang. Jetzt wieder der VfL Wolfsburg. Wout Weghorst zu Yannick Gerhardt. Der hat doch schon mal. Nein, Nachschuss Giavogi. Auch der nicht. Die Wölfe schraubten hier am 2:1. Der erste FSV Mainz 05 momentan etwas zu wenig nach vorne. Etwas über eine Stunde gespielt. Standardsituation für den VfL, auf den ersten Pfosten getreten. Eigentlich nicht gut. Aber Schlager macht fast das Maximum draus. Annahme mit der Brust und dann das. Das wäre ein wunderbares Tor gewesen und der schlägt fast am zweiten Pfosten ein. So weiterhin nur 1:1. Und der VfL, er war dichter dran. Otavio. Mainz mittlerweile gar nicht mehr in der gegnerischen Hälfte zu finden. Steffen, Giavogi, quergelegt zu Yannick Gerhardt. Und Zentner, der schon gegen den BVB teilweise über sich hinauswuchs, kann wieder parieren und hält zumindest das 1:1 fest für den VfL Wolfsburg. Wäre deutlich mehr drin gewesen. Am Ende müssen sie sich mit dem Punkt begnügen. Für Mainz ist es okay, aber immer nur mit 1:1 kommt man eben auch nicht von der Stelle. Hertha und Hoffenheim, zwei Mannschaften, die zuletzt trostlose 0-0-Nummern vorzuweisen hatten, sollten sich jetzt hier im Olympiastadion duellieren. Es wurde nicht unbedingt ein spektakuläres Fußballspiel erwartet, aber am Ende sollen einfach die Punkte eingesammelt werden. Wer das tun würde, war nicht klar. Ziemlich ausgeglichene Vorzeichen. Hoffenheim aber besser im ersten Durchgang, aber selten mal gefährlich. Standardsituation. Rudi jetzt mal und Kramaric per Kopf. Es musste eine Standardsituation herhalten. Nicht mal unbedingt aus guter Position, aber Kramaric nickt das Ding ein gegen die Laufrichtung von Schwolo. Der kann nichts mehr machen. Und so stand es nach 45 Minuten 0:1. Ging schon so in Ordnung. Dann Aufregung zu Beginn der zweiten Halbzeit. Stefan Posch mit einem, in Klammern, vermeintlichen Handspiel. Piontek, der den Ball hier bekommt, dann zurückspielt und von dort der Ball an die Hand aus sehr kurzer Distanz. Piontek tritt selber an gegen Oliver Baumann. Piontek scheitert aber an Oliver Baumann. Der fischt den raus und wir sehen es gleich in der Wiederholung. Das war ein schwach getretener Elfmeter, mittig, halb hoch, für Baumann dann ein leichtes. Hertha aber wurde nun spielerisch zumindest besser. Piontek, der hatte noch was gut zu machen. Stark, Córdoba. Aber jetzt immer wieder Oliver Baumann. Die Hertha machte mittlerweile ein gutes Spiel tatsächlich, Hoffenheim aber stellte das Kicken fast komplett ein und wollte das 1:0 irgendwie über die Linie retten. Piontek kommt aber hier nicht durch. Luke Bacchio, da ist Jean Córdoba, der hat zu viel Platz und schießt das 1:1. 90. Spielminute, der Lucky Punch für die Hertha. Und zumindest holen sie sich einen Punkt, halten Hoffenheim mit unten drin. Ist auch unter dem Strich verdient. Hoffenheim war erste und Hertha die zweite Halbzeit besser. Bei Bayer 04 Leverkusen ist aktuell wirklich der Wurm drin. Es läuft einfach nicht mehr in der Bundesliga seit der Niederlage vor Weihnachten gegen den FC Bayern München. Nun zu Gast der BVB und Schwarz-Gelb. Auch da ist es alles andere als glatt gelaufen in den letzten Wochen. Aber der Auftakt gehörte hier der Borussia. Vorbereitet von Marco Reus, vollendet von Thomas Delaney. Der rückt für den gelb gesperrten Emre Can in die Mannschaft. Der BVB schon die deutlich bessere Mannschaft, auch wenn, wie gesagt, auch zuletzt das 1:1 gegen Mainz mal wieder bewies, dass nicht alles toll ist. Haaland in der 41. Minute dann mit einer guten Möglichkeit
arbeitet er sich selber heraus. Dann ein guter Flachschuss, da fehlt wirklich nicht viel. Der gleitet dann aber am linken Pfosten vorbei. Trotzdem die Führung zur Pause für den BVB absolut verdient. Der Gastgeber konnte hier wirklich bislang noch nichts entgegensetzen. Erstaunlich, weil zumindest offensiv ja Leverkusen in der Regel noch was kreieren kann. Aber auch das konnte hier nicht gewährleistet werden. Und der BVB machte gut weiter. Drückte auf 2:0. Sancho, das dauert zu lange. Hat da viel Platz und genug Zeit, um abzuschließen. Gut von Haaland bedient. Dann legt er sich den Ball nochmal in die Mitte und Baumgartlinger macht es dann im Prinzip erst so richtig scharf für Lukas Radetzky. Muss da seine Füße sortieren und dann geht er da knapp rechts vorbei. Eckball von der rechten Seite. Jadon Sancho legt sich den zurecht, bringt den dann in die Mitte. Nicht kurz gespielt, Delaney mit dem Kopfball, aber Sinkgraven klärt auf der Linie, bewahrt Leverkusen vor der Niederlage, zumindest vor der Entscheidung zu dieser. Trotzdem musste auch irgendwann was nach vorne kommen von Leverkusen. Sie probierten es. Dadurch ergaben sich die ein oder anderen Gegenanstöße, Gegenstöße, Gegenangriffe. Und einer dieser Gegenangriffe führte durch Julian Brandt, dem Ex-Leverkusener, zum 0:2 und damit der Spielentscheidung. Es war ein gebrauchter Tag für Bayer 04 Leverkusen. Dortmund meldet sich zurück. Gegen die Großen klappt es ja meistens. Leipzig-Leverkusen. Also so kann es weitergehen für den BVB. Für Leverkusen heißt es weiter Wunden lecken. Jo, das soll es dann mit diesem Teil der Prognose gewesen sein. Morgen kommt dann noch der zweite. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.